Weiter geht's. Liebe City Skylines 2 Freunde und solche, die es noch werden wollen, mit City Skylines 2. Ja, wir haben letztes Mal leider vergessen, eine Schule zu bauen und entschuldigt bitte nochmal diesen etwas verunglückten Start hier mit dem Parkplatz, keine Ahnung, ich habe das nochmal umgebaut und mir nochmal die Sachen angeguckt, das sah echt grausig aus, also da habe ich mir ja auch einen Mist zusammengeklickt, wie dem auch sei, ich habe es nochmal geändert, ich habe uns auch dem ein oder anderen Arx aufgefallen sein, hier vorne jetzt so ein kleines Parkplatzhäuschen hingestellt, weil das Ding ist doch schon ziemlich groß, dass die hier auch so ein kleines Häuschen haben. Dann habe ich hier noch so einen Zeitungsständer hingestellt, dass die Leute sich auch eine Zeitung kaufen können, wenn sie hier lang gehen, zur Arbeit kommen, wo auch immer. Und dann hier vorne auch einmal noch ein paar Getränke-Sachen hingestellt. So, dann will ich noch eine andere Sache machen. Wir sind hier vorne nämlich noch nicht ganz fertig. Ich möchte hier auf jeden Fall noch ein Fußweg bauen. Bupp. So. Dass die Leute auch dort rübergehen können. Genau. Ja. Genau so. Und dann würde ich eigentlich gerne den Fußweg hier hinten. Ich weiß nicht, ob der in einem Snap gebaut ist. Ah ja, doch, tatsächlich. Einmal da weiterbauen. Einmal da. Und dann können wir mal gucken, dass wir den da hinsetzen. Und da. Und dann eventuell da nochmal hin. Genau. So. Und dann können wir nämlich hier vorne ran jetzt nochmal ein paar Gebäude bauen. So. Hier hinten sollte eigentlich nichts mehr sein, ne? Ja, alles klar. Das haben wir auch. Schön, dann haben wir den Teil auch erledigt und dann sieht das hier ein bisschen vernünftiger aus. Und in diese Bereiche habe ich mir jetzt auch mal überlegt, was wir da machen wollen. Tja, und ich bin zu dem Schluss gekommen, wir setzen da wieder Bäume hin. Das ist in dem Fall echt die einfachste Lösung. Jetzt hier ein paar Bäume, ein paar Büsche rein. Da machen wir ansonsten nichts Besonderes ran. Ja, ich glaube, das ist die... Quatsch. Das ist, glaube ich, die einfachste Lösung jetzt hier. Na, Mensch, Konzentration. So, jetzt hier noch so ein paar Edelkastanien ranzusetzen. Der kommt weg, einmal in der Linie. Dann sind wir jetzt bei 13 Meter. Ich möchte aber auf jeden Fall eine Zufallsrotation aktivieren. Ja, den kriegen wir da auch noch hin. So. Ich würde sagen, da. Okay. Wenn wir schon dabei sind, machen wir hier in der Mitte auch noch welche hin. So. Und dann haben wir da unseren kleinen Mini-Wald. Das ziehen wir hier auch nochmal durch. So. Einmal den. So. Und dann gibt es nochmal einen kleinen Mini-Pinsel. Und damit werden wir jetzt dort vorne nochmal einzelnes Objekt. Nee. Und dann werden wir jetzt nochmal mit einem Pinsel, der möglicherweise ein bisschen kleiner ist. Quatsch. Hier so ein paar Büschchen auftragen. So. Da nochmal ein paar rein. Und da auch nochmal ein paar rein. So.
Gut, dann haben wir das auch erledigt. Und dort können wir eigentlich auch unsere Kastanienallee auch nochmal lang bauen. Bis nach da. Ja. So. Dann sieht das hier auch halbwegs vernünftig aus, diese Ecke jetzt. Und dann ist das auch endlich mal, dieser Schandfleck hier auch endlich mal vorbei. So, gut. Also, weiter im Programm. Wir müssen natürlich auch weitere Gewerbegebiete platzieren. So, das ist dieses hier vorne. Da können sie dann auch weiter, bauen. Hier müssen wir uns nochmal um die Gebäude kümmern. Da sind die sogar... Habe ich das Falsche weggerissen? Ah, verdammt. Merde, ich habe das hier stückchenweise weggemacht. Okay. Aber was ist denn, wieso warten die denn hier so lange auf einen Krankenwagen? Kleiner Wohnraum, viel Lärm. In der Schule? Naja, mein Gott. So spielt das Leben. So ist es halt. Gut. Also, das Thema sollte jetzt Gott sei Dank beseitigt sein. Hier vorne haben wir Parkplätze ohne Ende. Und ich hoffe auch, dass wir mit dieser neuen Straße hier diesen ganzen Wege jetzt so ein bisschen entlastet haben. Das sieht eigentlich erstmal ganz gut aus. So, jetzt haben wir noch ein Thema offen. Jetzt sind hier auch, also ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, warum hier andauernd die Häuser einfallen, obwohl die glücklich sind und... sie aber auch Wohngebiete brauchen. Egal. Jetzt müssen wir noch eine Position für die Schule finden. Tja, und da habe ich eigentlich mir überlegt, dass wir die sehr gut hier hinsetzen können. Das ist ein sehr zentraler Punkt. Dann müssen wir allerdings die Serverfarm einmal umsetzen. Das bleibt so und so nicht aus. Das werden wir einmal dahin machen. Die hatten wir ja irgendwann mal dahin gesetzt, um... die Versorgungssicherheit hier zu gewährleisten und ein bisschen Lärm zu erzeugen. Jetzt beschweren sie sich über Lärm. Da müssen wir mal gucken. Und das hat jetzt aber auch überhaupt keinen Einfluss aufs Internet an sich. Von daher finde ich das nicht schlimm, wenn wir das da hinsetzen. Wir könnten die sogar irgendwann nochmal wegnehmen. Aber an der Ecke, dort kommt jetzt eine Schule rein. Idealerweise, wenn wir die da hinten hinsetzen. Und... die wird natürlich auch direkt Spielplätze in Erweiterungsflügel bekommen. Einmal das bitte. Und dann hier die Spielplätze. So, das wird auf jeden Fall, oder ich hoffe, dafür sorgen, dass A, die Anbindung hier an den zentralen Omnibusbahnhof ein bisschen besser wird. Dass die hier besser, dass die hier auch direkt zur Schule gehen können. Das fände ich ziemlich cool. Und ich hoffe auch, dass diese Grundschule dafür sorgen wird, dass die Gesamtversorgung hier innerhalb der Stadt besser wird. Weil ich glaube schon, dass wir ein paar Kapazitätsprobleme haben. Wir sind bei 8.000 auf 8.000. Und hier in der Mitte hatten wir einfach nicht mehr genug übrig. Wir haben da noch was übrig und dort hinten. Aber bis da kommen die ja nicht alle. Deswegen finde ich das ganz gut, dass wir dort noch eine gebaut haben. So, also wir werden das mal hier beobachten. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass die hier echte Probleme haben. Wir müssen das vor allen Dingen beobachten, wenn wir den neuen, wenn wir das neue Update mit dem mit der neuen Wirtschaft bekommen. So, aber hier wollen wir weitermachen. Wir brauchen dringend neue Wohngebiete. Einmal die bitte. Ein Apartment. Ja, hey. Können wir uns tatsächlich mal angucken, was wir da Schönes haben. Wir haben die alte Fabrik. 10 Wohlbefinden auf 2,5 Kilometer. Wow. Okay. Das fände ich gar nicht so schlecht. Was ist denn... das passt... das passt da sogar rein. Da oben auch? Nö, aber da. Dann bauen wir das da rein. Zack. Das sieht schon schick aus, ne? 420 Haushalte gehen da rein. Stufe 5. Ein Apartmentgebäude.
Wunderbar. Dann kriegen die hier vorne, würde ich sagen, nochmal die mittleren Apartments. Hier unten machen wir noch ein paar Reihenhäuschen hin. Und hier oben machen wir noch einmal die großen Wohngebäude rein. Haben wir noch immer noch mittlere, echt noch mehr mittlere, dann kriegen die auch noch mittlere Wohnungen. Okay, gut. Dann ist die Ecke auch fertig. Die können sie dann auch bauen. Dann schauen wir erstmal, wir haben jetzt bei den Großen keinen Bedarf. Dann, bevor es gebaut wird, machen wir den mal weg. Da werden wir erstmal lieber Bedarf erzeugen lassen. Jetzt ist da auch wieder eins eingefallen. Wird das nicht gerade abgerissen? Nun denn. Auch die Parkplätze hier sind übrigens echt stark besucht, ne? Also hier ist echt gut was los. Hier vorne, der ist auch komplett voll. Der nicht. Wie sieht es denn hier oben aus? Da stehen nur ein paar Leute drin. Und hier hinten auf dem Waldparkplatz? Da steht keiner. Nun denn, das wird wahrscheinlich auch nur sporadisch benutzt, das Ding. Aber sei es drum. So, also. Dann könnten wir uns mal Gedanken machen, wie wir mehr Gewerbe in die Stadt bekommen. Aber zuerst eine wichtige Kontrolle. Der Transport, da sind wir jetzt bei 35.000. Das ist immer noch nicht so viel wie erwartet. Aber warum? Die haben doch eine gar nicht so hohe Auslastung. Die Busse sind sehr groß, aber wir haben auch echt nicht so viele Routen, ne? Wir müssten gucken, dass wir vielleicht nochmal Querrouten kriegen. Hier von den Bussen, die in diese Richtung laufen. Und über den ZOB laufen. Hier in diese Richtung. Also ich denke, wir müssen wirklich noch ein paar mehr Routen bei den Bussen erstellen. Wie sieht es aus mit dem Busdepot? Ja, sehr viel Kapazitäten haben wir da auch nicht mehr. Da bräuchten wir dann bei Zeiten auch ein neues. Nun denn. Okay, aber das kriegen wir hin. Hier werden wir auf jeden Fall unsere Einfamilienhäuser erweitern. Das will ich jetzt wirklich so beibehalten. Wir werden hier stumpf, wir werden das hier hinten grob bis zur Autobahn weiterziehen und hier ein riesiges Gebiet mit Einfamilienhäusern hinsetzen. Ich finde das ganz schick. Die Autobahn werden wir dann entsprechend hier oben lang ziehen und dann dort weitermachen. Aber ich denke, den Bereich finde ich ganz gut. Und dann möchte ich eigentlich hier oben eine Brücke drüber bauen, um auch da lang zu kommen. Und das ist im Prinzip genau der Teil, um den es jetzt gehen soll. Wir haben ja hier jetzt noch ein bisschen was. Wir müssen das erstmal sich einpendeln lassen. Dann müssen wir hier vielleicht, wir sehen es, hier sind wir jetzt auch bei entsprechenden Gebäuden. Wir müssten jetzt hier hinten nochmal so ein kleines Gewerbegebiet bauen, dass die Leute da arbeiten können und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt alles nicht so wild. Wir haben nämlich A35 Teils noch übrig. Wir wollen unsere Stadt hier hinten weiterbauen. Und wir haben auch noch die entsprechenden Wicklungspunkte übrig. Das heißt, wir gucken jetzt mal, dass wir diesen Bereich uns mal angucken und uns passenderweise die nächsten Technologien dazu holen, dass wir unsere Stadt hier in die Richtung erweitern können. Wir werden dann leider den Autobahnring noch nicht schließen können. Der soll ja dann, der soll ja hier oben lang gehen. Das wird nicht reichen mit den Teils, die wir jetzt haben. Leider. Aber wir können zumindest den Autobahnring schon hier oben zum grobe Richtung in die Richtung laufen lassen. Und hier diese Achse hier vollenden. So ist zumindest mein Gedanke. Und dann werden wir die Industrie hier weiter anschließen. Und da müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht sogar hier oben eine neue Industrie gründen. Mit, na, genau, hier hinten in diesem Bereich einem Hafen. Das heißt, wir gucken jetzt mal, dass wir uns hier weiter ausbreiten. Denn ich möchte tatsächlich die Industrie hier loswerden. Das will ich komplett hier rein verlagern. Also die hier und die hier soll weg. Das wird alles hier rein verlagert und dann wird vielleicht auch der überflüssig werden, das werden wir mal sehen. Das wird langfristig alles ein entsprechendes
entsprechendes Bürogebiet werden, sodass das auch direkt hier angebunden ist. Und die Industrie, die kommt hier hin und wird dann ihren Dreck langfristig dahin bauen, dass wir diesen ganzen Bereich dann wieder übrig haben. Und das sind so die Ideen für die nächsten Folgen. Da müssen wir dann unsere Stadt jetzt entsprechend in die Moderne führen. Die Industrie hier an die Seite. Die kriegt dann irgendwann auch noch hier vorne einen Seeanschluss. Ja, dass wir auch hier einen Seehafen haben. Deswegen haben wir das alles entsprechend schon vorbereitet. Direkte Autobahnanbindung und. Und diese Altlast hier, mit der wir angefangen haben, die wird jetzt mit der Zeit... Was ist das hier? Der hat hier nur eine Einfahrt. Was ein sinnloser Kram ist das denn? Na gut. Das wird dann mit der Zeit alles entfallen. So, also... Dann gucken wir erstmal, wie gesagt, wir können uns mit Sicherheit leider nicht allzu stark austoben. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind die hier. Den brauchen wir nicht. So. Das war das dort. Ja. Ich hätte halt schon gerne so in diesem Bereich gucken, ob wir das brauchen. Dass wir das da lang führen können. Idealerweise dahin. So. Da lang, hier noch ein Stück nach oben. Wir bräuchten den auch, ne? Die beiden. Ein Stück nach oben. Dann hier, hier lang. So. Also eigentlich will ich grob hier rauskommen, da noch ein Kreuz bauen. Das dann hier so lang führen. Genau. So, dass wir dann hier oben wieder zurückkommen. Ja, wir behalten uns das mal so. Kostet uns 3 Millionen, das Geld haben wir. Und dann ist unsere Stadterweiterung jetzt damit offiziell im Gange. Sehr schön. Technologien bitte. Wir müssen auch die Technologien prüfen, die wir brauchen. Und ich bin ja durchaus dafür, uns mal eine große Brücke freizuschalten. Das ist so wirklich dann Wahrzeichen der Stadt. Das könnte man dann möglicherweise, ich weiß nicht, ob das mit Brücken ersetzen geht. Das wäre dann hier so eine Ecke hier oder vielleicht sogar hier. Naja, hier weniger, aber... die Ecke, und da würde ich dann sogar diesen gesamten Bereich nochmal umbauen. Wir müssten dann auch ihn ein kleines Stückchen nach rechts verschieben, dass wir hier wirklich sauber durchkommen. Aber das kriegen wir alles hin. Und dann gehen wir jetzt mal in die Technik. Also die große Brücke. Komm, wir haben 27 Punkte. Wir gucken erstmal weiter. Aber ich bin ernsthaft, ich hätte das gerne, ne? Muss ich echt sagen. So, dann Gaskraftwerke, Hydro, Solar, brauchen wir alles nicht. Moderne Wasserpumpstationen. Das fände ich tatsächlich gut. Die holen wir uns auf jeden Fall. Dann das Krankenhaus hätte ich auch gerne. Die Verbrennungsanlage, das will ich nicht. Die Universitäten, den ganzen Kram, das will ich auch noch nicht. Die Feuerwache, ja, die hätte ich jetzt auch gerne. Das Polizeihauptquartier. Hätte ich auch gerne. Wir sind ja jetzt dabei, dass wir langsam in unserer Stadt ein bisschen größer werden. Und das Gefängnis sollten wir uns auch langsam mal gönnen. Jetzt haben wir noch 9 Punkte. Brauchen wir aktuell die U-Bahn? Wir haben gesagt, wir wollen die Stadtteile mit einer U-Bahn verbinden. Die Frage ist jetzt, ist es cooler, eine Prestigebrücke zu bauen? Ach, jetzt habe ich es außerdem freigeschaltet. Ja, dann hat sich das Thema mit der U-Bahn schon erledigt. U-Bahn machen wir dann beim nächsten Mal. Wir müssen ja auch die Stadt erstmal bauen. Und dann passt das schon. So, wie viel kriegen wir beim nächsten Mal bei der Großstadt? 24 Teils, wunderbar. Und 13 Punkte, top. Dann können wir gucken, dass wir uns mit 24 Teils den Bereich hier holen. Und vielleicht diese Straße dann hier sogar schon weiterführen. Was ist jetzt hier los? Du heilige Gottes Willen. Oh, das ist ja krass. Da kam von oben echt ein Helikopter an und schüttet uns einfach das Wasser auf den Kopf, Leute. Ich fass es nicht. Wie stellt man sich das vor? Da kommt kein Auto zum Löschen an, sondern da schüttet den Helikopter einfach mal ein paar hundert Kubikmeter Wasser oder 10 Kubikmeter Wasser auf den Kopf. Ja, mein Gott. Geduscht haben die hier auf jeden Fall. Wie die einfach stumpf alle dran vorbeifahren, ne? F
faszinierend, ey. Einfach mal weiterfahren. Hey, wird ja schon nicht so schlimm sein. So, jetzt wollen wir uns erstmal dieses Thema Brücke angucken. Das ist... Ach, cool. Ist das da? Oh ja, ist das cool. Die ist ja geil. Bitte lass mich das updaten hier. Moment, was? Wieso kann ich denn hier... Wie habe ich denn so eine kleine Straße? What? Nein! Wieso ist das denn so eine kleine? Das ist ja doof. Habe ich da nicht auch noch eine coole neue? Nee, ne? Na. Wir könnten aber die Golden Gate Bridge hier nehmen. Das ist auch nur so eine kleine, ne? Oder? Sieht irgendwie falsch aus. Nee. Okay, vielleicht sollten wir das hier einbauen, die Golden Gate Bridge. Nein. Okay, pass auf. Das ist ja so eine kleine Straße. Das machen wir mal dahin. Ja. Bup. Bup. Oder? Wie baue ich denn dieses Ding jetzt so? Moment, nach da, genau. Oder muss ich die abreißen vorher, die Straße? Ich habe dieses Ding noch nie gebaut. Pass mal auf, wir machen das mal. Wir reißen das mal ab. Zack, zack, zack. Und versuchen das jetzt mal so zu bauen. Ich will diese Brücke haben. Höhenunterschied zu gering? Na jetzt aber! Ja, wir können es auch da hinsetzen, so... Echt jetzt? Jetzt muss ich das Ding höher bauen? Okay, auf 10 Meter kriegen wir hin. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich will diese Brücke hier haben. Echt? Immer noch zu gering? Nee, da geht's. Da, so geht's. Da kann ich es aber nicht anschließen. Pass mal auf, wir machen das auch nochmal hier. Bupp. Das können wir auch wegmachen. So, ich möchte meine Brücke da rein haben. Ich habe mir jetzt für teures Geld meine Brücke hier gekauft und jetzt möchte ich meine Brücke hier auch haben. So. Ha! Da haben wir sie doch. Ein geiles Teil. So. Soll noch mal einer sagen, das geht nicht. Geht immer noch nicht. Warum? Einmal von da bitte nach da. Was tun die denn schon wieder für ein Problem? Entfernung zu gering? Okay. So, geht. So. Aha, sehr cool. Ist das ein geiles Teil. Mega. Sehr cool. Ah, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut, das Teil. So, jetzt müssen wir da nochmal einen großen Kreisverkehr bauen. Dass das da auch vernünftig rumfließt. Oh, ist das ein geiles Teil, oder? Das wertet diese Stadt gleich ordentlich auf. Mal davon abgesehen, dass die Brücke ein bisschen schief ist. Aber egal. Richtig schick. Ja, doch, das könnte ich mich mit anfreunden. Nun denn, gut. Weiter im Programm. Wir haben gesagt, wir wollten ihn hier ein ganz bisschen verschieben. Das muss wirklich nur... Ja, das war dann doch vielleicht ein Tuck zu wenig. So. Ja, wir lassen das so. Und werden einmal die Straße hier... Die werden wir sogar abreißen. Und werden die ursprüngliche Stadtplanung sah ein bisschen anders aus. Da habe ich jetzt aber doch einen anderen Plan. Das einmal da hinsetzen. Die Schule kann... Dann auch da so ran. Okay. Und dann wird
Tja, jetzt müssten wir eigentlich... müssten das echt noch ein Stück weiter nach da setzen, ne? Weil ich will ungerne hier das Ganze unterbrechen. Wir werden das noch ein Stückchen wegsetzen. Und dann nehmen wir uns erstmal die Straße hier. Und werden die erstmal geradeaus weitersetzen. So. Was ist das ungefähr? Ja. Das war so jetzt nicht gedacht. So. Gut, dann machen wir gleich die Autobahn weiter. Ich denke, wir können das jetzt schon mal weiterlaufen lassen. Und wir müssen wirklich gucken, dass wir das jetzt ein bisschen... dass wir das jetzt hier ein bisschen hübscher machen. So. Ich weiß nicht, ob wir das Stückchen abreißen können. Nee, aber da gibt es einen kleinen Trick. Einmal da bitte. Zack, zack, fertig. Gut, dann sieht das jetzt ein bisschen schief aus, aber ich denke, das ist okay. Das werden wir dann irgendwann nochmal umbauen. Aber dann haben wir hier unsere zentrale Achse, die hier weitergeht. Und jetzt werden wir die Autobahn weiterbauen, dass wir uns dann Gedanken machen können, dass wir unsere Stadt hier hinten wirklich groß erweitern. Wir können übrigens auch hier schon weitermachen. Wir haben schon wieder unheimlich viel Bedarf. So die Frage, wie wir das hier am besten ausbauen. Erstmal können wir eine hohe Wohndichte nochmal dort errichten. Und hier... sind jetzt wirklich so mit der Zeit die ganzen Gebäude weg. Ja, wir sollten jetzt echt gucken, dass wir die Industrien hier entfernen und hier wirklich weiter ausbauen in diesem Bereich. Und wir müssen da wirklich jetzt zusehen, dass wir die hier wegkriegen. Ansonsten versauen wir uns jetzt die ganze Umwelt hier hinten in dem Bereich. Das ist echt, das wäre extrem unschön. Aber wir bauen jetzt erstmal die Autobahn weiter. Und dann werden wir uns in den nächsten Folgen, müssen wir immer mal wieder gucken, dass wir ein Stückchen Industrie absiedeln und immer so stückchenweise das Ganze jetzt umsiedeln werden. Solange will ich auch nicht zu stark hier unsere Leute weiterbauen, weil es ansonsten hier eventuell Probleme gibt, dass die dann unglücklich werden oder. Ja, das muss natürlich auch nicht sein. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir dich einmal nehmen, bitte. Jetzt... muss ich nochmal schauen, in welcher Höhe wir den gebaut hatten. So, dich bitte. Zack. Waren das 20 Meter oder sogar 30? Nee, das waren sogar 30 Meter. Ei. Mhm. Okay. So. Einmal ab dort bitte. So, also die Frage ist jetzt, wie wollen wir hier am besten lang gehen? Ich würde tatsächlich, tja, wir uns die noch holen. Also wo ich rauskommen möchte, ist wie beim anderen hier hinten. So, da will ich rauskommen. Es ist die Frage, wie wir da am besten hinkommen. Ich würde fast sagen... wir müssten tatsächlich die beiden noch kaufen, aber da haben wir jetzt nicht genügend Punkte für. Wenn wir dort einen Geraden hinsetzen und von dort quasi eine Kurve machen. Einmal daran.
dann finde ich das ehrlicherweise auch nicht schlecht. Dann einmal... Wir gucken mal, wie das aussieht, wenn wir das so bauen. So. Die Kurve gefällt mir nicht. Das machen wir nochmal neu. So. Ja. So. Besser. Ja, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Okay. Jetzt ist die Frage, wo wir überall noch eine Abfahrt machen. Ich würde schon sagen, dass wir dort auch noch eine setzen. Und dass wir hier noch eine setzen. Jetzt ist halt die Frage, ob wir irgendwas haben an Abfahrten, die wir vernünftig dahinsetzen können. Da bin ich mir jetzt eben nicht sicher. Das sind halt alles Kreuzungen. Das sind halt keine Abfahrten. Ne? Besonders der ist halt cool, keine Frage. Aber es sind halt keine Abfahrten in dem Sinne. Wirklich hochsetzen kann man die auch nicht, ne? Hm. Also übrigens schade, dass man die in der Höhe hier nicht versetzen kann. Oder wir machen das ganz anders. Wir setzen die... Nee, die Autobahn... Nein, diese Autobahn bleibt so, wie sie ist. Gut. Dann können wir da schon mal weiterlaufen lassen. Und dann werden wir das Stückchen hier jetzt noch zumachen. So, dass er dort umdrehen kann. Und dann werden wir in der nächsten Folge unsere beiden Autobahnabfahrten bauen. Dort und dort. Die beiden Straßen entsprechend anschließen. Hier vorne. Und unsere neue Brücke haben wir auch fertig. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und da ist schon wieder ein Gebäude, das eingefallen ist. Ja, ich habe den falschen abgerissen, oder? Ja. Nee, geht. Okay, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Macht's gut. Bis dahin. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.